Mein neues Müsli ist da. Kaffee? Ja. Und, schmeckt's? Voll gut. Kann ich mal probieren? Klar. Nee, spinnst du? Da sind doch Nüsse drauf. Ich bin allergisch. Lass mal. Sorry. Kann ich mal probieren? Ja, klar. Boah, sind das Kokosflocken? Finde ich total lecker. Auch. Hast du vielleicht eine Kopfschmerztablette? Stimmt. Danke. Ist schon komisch, oder? Wir essen total verschiedene Müslis, aber wir nehmen die gleichen Tabletten. Das ändert sich aber gerade. Denn Menschen sind so verschieden zusammengesetzt wie ihre Müsli-Mischungen. Je besser bekannt ist, aus wie vielen Rosinen und Kokosraspeln jemand genau besteht, umso einfacher ist die Behandlung im Falle einer Krankheit. Auch Männer und Frauen brauchen spezifische Medizin. Man unterscheidet zwischen dem biologischen Aspekt von Geschlecht, genannt Sex, und dem sozialen oder gelebten Geschlecht, genannt Gender. Selbstverständlich berücksichtigen Ärzte bei der Behandlung Alter und Gewicht der Patienten. Geschlecht auch. Aber bisher beschränkte sich das auf die Reproduktionsorgane. Dass männliche und weibliche Körper auch sonst häufig unterschiedliche Behandlungen und Wirkstoffe benötigen, ist recht neu. Zum Beispiel Schlafmittel mit dem Wirkstoff Zolpidem bauen Frauen in ihrer Leber viel langsamer ab als Männer. Deswegen ist ihr Reaktionsvermögen am nächsten Morgen deutlich verlangsamt. Das war nicht vorhersehbar, weil der Wirkstoff nur an jungen Männern getestet wurde. Und das ist auch bei vielen anderen Medikamenten so, betrifft aber auch soziale Aspekte. Dass zum Beispiel Männer weniger lang leben als Frauen, ist nur teilweise durch körperliche Veranlagung erklärbar. Männer werden beim Arzt meist wegen physischer Krankheiten behandelt. Sie leiden aber genau wie Frauen an psychischen Erkrankungen. Männer begehen 3-mal häufiger Selbstmord als Frauen. Mittlerweile wird geschlechtsspezifische und personalisierte Medizin sehr wichtig genommen. EU-Förderanträge müssen sich darauf beziehen. Kenne ich gar nicht. Ist deine Keimdrüse? Ja.